Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Daily Extreme Challenge am 3.8. Ich weiß, ich veröffentliche heute ein bisschen spät, aber ich war heute eh den ganzen Tag unterwegs und deswegen zeige ich euch heute ganz kurz hier den Gold Guide. Der Anfang ist wie immer eigentlich recht leicht. Hier gibt es eine kleine Stelle, da kommt man irgendwie die Wand nicht hoch. Ich weiß auch nicht wieso. Aber ansonsten sollte eigentlich alles recht einfach am Anfang sein. Wie ich euch schon erzählt habe, hier beim Turm ohne Ende ist eigentlich immer die Regel, achtet auf die Lums und die Lums lügen eigentlich nicht. Das heißt, wenn man eigentlich so gut wie alle Lums einsammelt, dann sollte man das eigentlich ohne Probleme hier durchschaffen. So, auch hier einfach wieder von der Wand abspringen und nach oben rennen. Auf die Lums achten, hier auch. Es gibt zwei Stellen bis zur Gold, da muss man ein bisschen aufpassen. Hier ist so ein kleine knifflige, da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, dass man die Wand richtig erwischt, aber man kann ja zur Not einen Propeller aktivieren, so wie ich es auch gemacht habe. Hier auch wieder über das Seil drüber springen und immer auf die Lungs schön achten, dann ist das alles gar kein Problem. Hier auch wieder, ihr seht, wie ich dieses Mal wieder mit dem Controller hier hin und her fahre, also ja, das ist halt, Turm ist halt immer ein bisschen anstrengender, aber ich mag ihn trotzdem sehr gern. So, auch hier jetzt ein weiter Sprung nach rechts. Und ja, ein bisschen Glück schafft man auch gleich nach oben. Hier eine ganz schnelle Kombination. Rüberspringen, rüberspringen. Das ist eine knifflige Situation. Die kennt ihr aber schon, wenn ihr den Stream verfolgt. Ja, auch wieder abspringen von der Wand und die Mauer einschlagen. Kommt nachher noch in einer extremeren Variante. Auch hier wieder hoch und rüber. Andere Richtung durchschlagen. Und hier auch nochmal durchschlagen. So, wir haben schon die Hälfte geschafft bis zum Gold. Durchschlagen, rüber, durchschlagen, drüber, abrutschen lassen, das überlebt man, hier durch die Wände und ja, sollte eigentlich kein Problem sein. Hier ein bisschen aufpassen, auch wieder auf die Lums schön achten, wenn man die Lums eigentlich alle einsammelt, dann überlebt man das Ganze auch. Ist halt so ein Fallenlabyrinth, aber ja, auch kein sonderlich großes Problem. Mit ein bisschen, ja. So, hier rüberspringen, an der Wand wieder ab. Ich weiß gar nicht, was ich euch heute erzählen soll, weil das ist eigentlich echt simpel. Wir haben jetzt gleich die Goldmarke geschafft. Hier nochmal rüber, an der Wand abspringen. Rüber, rüber, Wand abspringen, hoch. So, noch 120 Meter ungefähr. Das schaffen wir. Einfach immer abspringen. Hier nicht wundern, wenn man aus dem Bildlicht rausrutscht. Das ist normal. Rüber. Hier sich sehr schnell beeile dann bei den Ringe. Ein, weil die Ranke kommt, aber eigentlich auch kein Problem. Das haben wir auch gerade eben schon gesehen. Einmal wieder durch die Wand hier durch und alles gar kein Problem. Hier auch wieder über die Ranke achten, dass man nicht abrutscht. Das heißt, gleich den Controller nach links drücken. Hier auch wieder nach rechts. So, jetzt noch eine kleine Kletterpartie und inzwischen haben wir auch die Goldmarke geschafft. So, hier nochmal hoch. Zack. Über die Linien, kein Problem. Drüber, 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 drüber. Nochmal drüber und davor wischt mich leider, weil ich zu spät abspringe. Also ihr seht, heute ist der Goldpokal eigentlich wieder recht leicht zum Gattern. Ich hoffe, ihr schafft das auch soweit und ihr gebt einen Like oder macht ein Abonnement, was ihr möchtet. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen zu einer neuen Daily Challenge. Wahrscheinlich auch schon wieder später, weil ich bin morgen auch nochmal den ganzen Tag unterwegs. Also dann, bis morgen.